Vernunft des Krieges umgehen könnte. In der folgenden Sendung wird nun versucht, einige seiner Gedanken in Erinnerung zu bringen. Dabei wird auch nach dem Stellenwert seiner Gedanken für heute gefragt. Das Denken über den Krieg hat eine lange Tradition. Im Zeitalter atomarer Massenvernichtungswaffen gewinnt es jedoch eine neue Qualität. Die Militärstrategien in Ost und West sind Beispiele für das Nachdenken über die Verhinderung, aber auch die Vorbereitung und die Zielsetzung des Krieges. Sie enthalten aktuelle und historische Erfahrungen. Sie bauen auf bestimmten Vermutungen, Wahrnehmungen und Feindbildern auf. Sie beeinflussen die nationalen Sicherheitskonzepte, Waffenbeschaffungsprogramme, öffentliche Meinung und das Bewusstsein jedes Einzelnen von uns. Als Reaktionen auf politische und technische Entwicklungen sind Strategien Lernprozesse eigener Art, stets mit der Möglichkeit des tödlichen Ausgangs. Wie das Denken die Welt bestimmt, fragen wir in unserer Sendereihe. Und was wir Ihnen heute zeigen, sind Waffen und Explosionen. Wie passt das zusammen? Wie Denken die Welt bestimmt, das soll natürlich nicht heißen, Denken allein könne die Welt verändern. Aber Ideen und Denken bestimmen geschichtliche Entwicklungen mit. Dass das Denken oftmals ohnmächtig bleibt, dass Ideen scheitern, spricht nicht gegen diese Erkenntnis. Selbstverständlich, Macht, Interessen, Sachzwänge, all dies sind Faktoren, die auch unsere Welt bestimmen. Vielleicht sind sie bei geschichtlichen Weichenstellungen sogar bedeutender als die Kraft einer Theorie oder die Wirkung einer Idee. Aber im Gegensatz zu den Abläufen in der Natur gehen gesellschaftliche Prozesse niemals bewusstlos vor sich. Vielmehr sind sie immer durch das Denken geprägt und beeinflusst. Und solche Beeinflussungen der Wirklichkeit durch Theorien, Konzepte und Ideen an Beispielen deutlich zu machen, das ist das Anliegen dieser Sendereihe. Das Beispiel heute, Denken über den Krieg. Vom Kriege heißt das große Werk des Generals Karl von Clausewitz, das 1832, ein Jahr nach dem Tod des Generals, erschien und das seither wie kein anderes Werk die Geschichte der Militärstrategien in Ost und West bestimmt hat. Wir zeigen also die Impulse, die vom Vorausdenken des Krieges ausgehen können. Auswirkungen auf Rüstung und internationale Politik, aber auch auf die öffentliche Meinung und das Bewusstsein eines jeden Einzelnen von uns. Der General von Clausewitz, das Medium macht's möglich, tritt in dieser Sendung selber auf, zitiert sich selbst und setzt sich mit Strategen von heute ins Benehmen. Wie haben Sie das gemeint, Herr General, dass der Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sei? Genau genommen habe ich damals gesagt, der Krieg ist nichts als eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel. Der Krieg, das Militärische, hat zwar durchaus eigene Gesetze, aber diese dürfen immer nur Teil eines anderen Ganzen sein. Und dieses Ganze ist die Politik. Diese muss aus dem alles überwältigenden Element des Krieges ein bloßes Instrument machen. Die Entwürfe zum Krieg müssen also daher von der Politik bestimmt werden. Und die Führung des Krieges in seinen Hauptumrissen ist daher die Politik selbst. Die Politik ist die Intelligenz. Und das Unterordnen des politischen Gesichtspunktes unter den des militärischen wäre widersinnig. Das Denken in den Kategorien des militärischen darf nicht das Denken sein, das die Welt bestimmt.
Warum misst Clausewitz der Rolle der Politik eine so große Bedeutung bei? Warum betont er die Notwendigkeit einer Philosophie des Krieges, um damit vernunftgeleitet das Instrument Krieg zu handhaben? Seine Theorie ist Ausdruck seiner Zeit. Clausewitz erlebt und erkennt, dass der Krieg sich in seinen Bedingungen grundsätzlich geändert hatte. Bis zu meiner Zeit war der Krieg in eben dem Maße, in dem sich die Regierung vom Volk trennte und sich als den Staat ansah, ein bloßes Geschäft der Regierungen, welches sie mittels der Taler in ihren Koffern und der müßigen Herumtreiber in ihren und den benachbarten Provinzen zustande brachten. Die Folge war, dass die Mittel, welche sie aufbieten konnten, ein ziemlich begrenztes Maß hatten. Dies raubte dem Krieg die gefährlichste seiner Seite, nämlich das Bestreben zu dem Äußersten und die dunkle Reihe von Möglichkeiten, die sich daran knüpft. Obgleich die organisierte Kriegsführung das Vorrecht der Dynastien und ihrer Regierungen war, bot sich zunächst keine Möglichkeit, die Kräfte eines Landes voll zu mobilisieren. Denn diese Regierungen waren durch Tradition und Klassenstruktur von der Masse des Volkes isoliert. Soldaten konnten nicht einfach rekrutiert, sondern mussten gekauft werden. Deshalb stützte man sich auf Söldner, auf Berufsarmeen. Die Folge dieser begrenzten Mittel, auch der Militärtechnik, war eine begrenzte Kriegsführung. Ihr Ziel war die Abnutzung und Schwächung des Gegners, nicht seine Vernichtung. Seit der Französischen Revolution wurde dies anders. Das Heer wuchs in völlig neue Dimensionen, in Umfang, Versorgung, Ausrüstung und Finanzierung. Der Krieg nahm durch das Massenaufgebot aus allen Schichten Frankreichs den Charakter eines Volkskrieges an. Die nationale Idee der Revolution beflügelte das Volk und unter Napoleons Führung auch die Armee. Die Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit setzten geistige und moralische Kräfte frei, die von der Kriegsführung genutzt wurden. Der vergrößerte Umfang der Heere, der neue nationale Geist und der wachsende Einfluss der Technik auf das Kriegswesen erforderten auch eine elementare Umgestaltung der Lehren über den Krieg. Diese neuen Lehren und Strategien waren Ursache und Motor für neue Entwicklungen. Nehmen wir einmal an, so schreibt einer meiner Zeitgenossen, in Europa entstünde ein kraftvolles Volk, ausgestattet mit Ideenreichtum, allen notwendigen Mitteln und politischem Verstand. Ein Volk, das diese wesentlichen Kräfte und seine nationale Streitmacht auf einen bestimmten Plan sich auszubreiten konzentriert und das dieses Ziel niemals aus den Augen verliert. Dieses Volk wäre nicht gezwungen, seinen Krieg zu begrenzen. Es würde seine Nachbarn unterwerfen und es würde uns in unserer Schwäche niederzwingen, wie der Nordwind das schwache Schilfrohr beugt. Eine völlig neue Idee entsteht nun überall in den Köpfen der Politiker und Militärs. Eine aus den Bürgern der Nation rekrutierte Armee. Ich setze als Maxime fest, hieß es bereits 1789 in der französischen Nationalversammlung, dass jeder Bürger ein Soldat sein muss und jeder Soldat ein Bürger. Wir brauchen eine wahrhaft nationale Wehrpflicht. Das Prinzip der Nation in Waffen war aufgestellt. Europa der praktischen Verwirklichung der Idee eines totalen Krieges näher gekommen. Die Armeen wuchsen. Napoleon, der 1796 seine Feldzüge in Italien mit 40.000 Mann begonnen hatte, verfügte schon nach 10 Jahren über das Fünffache an Truppen.
Im Russlandfeldzug 1812 kommandierte er nahezu eine halbe Million Soldaten. Seine Gegner fühlten sich gezwungen, nachzurüsten. Die Nation in Waffen erschien allen als die beste Methode, zu einem vollen Einsatz der nationalen Kräfte zu gelangen und so den Krieg in neuer Qualität zu einer wirksamen Fortsetzung der Politik zu machen. Ich glaube, ich habe diese Entwicklung zum absoluten Krieg, wie er sich uns im Gefolge der Französischen Revolution darbot, recht trefflich erkannt. Ich schrieb damals: Der Krieg war also wieder eine Sache des Volkes geworden, und zwar eines Volkes mit 30 Millionen, die sich alle als Staatsbürger betrachteten. Mit dieser Teilnahme des Volkes an dem Krieg trat statt eines Kabinetts und eines Heeres das ganze Volk mit seinem natürlichen Gewicht in die Waagschale. Nun hatten die Mittel und die Anstrengungen, welche aufgeboten werden konnten, keine bestimmte Grenze mehr. Die Energie, mit welcher der Krieg selbst geführt werden konnte, hatte kein Gegengewicht mehr. Und folglich war die Gefahr für den Gegner die äußerste. So war also das kriegerische Element von allen Schranken befreit, mit seiner ganzen natürlichen Kraft losgebrochen. Und die Ursache war die Teilnahme der Völker an der großen Staatsangelegenheit des Krieges. Die Idee der Nation in Waffen löste nationale und revolutionäre Begeisterung aus. Sie schuf eine demokratische Bereitschaft zur Kriegsführung. Ich habe diese gesteigerten Leidenschaften als die moralischen Potenzen des Krieges charakterisiert. Diese Begeisterung war schließlich auch ein Faktor dafür, warum ein Gedanke Gestalt annehmen konnte, den man vorher nicht gedacht hatte. Wo der Krieg nur eine etwas verstärkte Art von Diplomatie, eine kräftigere Art zu verhandeln war. Das Ziel des kriegerischen Aktes wurde nun die wirkliche Niederwerfung des Gegners. Erst wenn er ohnmächtig am Boden liege, glaubte man innehalten und sich verständigen zu können. Freilich konnte die Idee einer Nation in Waffen und das Ziel der wirklichen Vernichtung des Gegners erst wirksam werden, als mit der industriellen Revolution auch die technischen Mittel entwickelt wurden, die die Vernichtungskriege der modernen Zeit ermöglichten. Es war die Pervertierung der Clausewitzschen Idee, wonach der Krieg nur ein Instrument sein dürfe. Seit der fabrikmäßigen Vernichtung von Menschen im Ersten und Zweiten Weltkrieg wird die kriegstheoretische Diskussion in Ost und West von den Möglichkeiten der modernen Massenvernichtungswaffen, insbesondere der Atombombe, beherrscht. Die gängige Auffassung war über Jahre, diese Bombe in ihrer Monstrosität macht einen Krieg als rationalen politischen Akt unmöglich. Die zu erwartende Zerstörung ist immer größer als die unter Umständen noch zu erzielenden Vorteile. Ein Krieg der Selbstvernichtung bedeutet, kann keiner vernünftigen Politik dienlich sein. Man hat die Atombombe die absolute Waffe genannt. Als sie begann, die Welt zu beherrschen, lähmte sie das Denken der Politiker und Strategen. War Krieg in dieser Form noch ein bloßes Instrument? Angesichts dieses unbeschränkten Mittels machte man sich anheischig zu erklären, dass Krieg kein Instrument für eine intelligente Politik mehr sein konnte. Und man glaubte, im Zeitalter des absoluten Krieges sei meine Idee überholt und ungültig. Im Kalten Krieg zwischen Ost und West gab es aber bald Ereignisse, die die Frage nach dem möglichen Einsatz der Vernichtungspotenziale aufwarfen. Anfang der 50er Jahre der Krieg in Korea, 1956 der Aufstand in Budapest, die Krise um Kuba 1961. Diese Situationen am Abgrund eines weltweiten Krieges zwangen zur Suche nach neuen glaubwürdigen Strategien für die Handhabung der atomaren Waffen. Wenn man nun die Diskussion der 50er und Anfang der 60er Jahre beobachtet hat, war ganz deutlich, dass es aus den Apparaten und auch aus politischen Zwangslagen heraus Situationen gegeben hat oder die Überlegung gegeben hat, dass diese Potenziale doch
noch benutzt werden sollten, beispielsweise im Sinne der Abschreckung einer potenziellen Aggression. Wenn man aber nun mit diesen Potenzialen insgesamt abschreckt, ist das möglicherweise unglaubwürdig. Also gibt es die weitere Frage, wie kann man gewissermaßen Abschreckung mit solchen Massenvernichtungsmitteln glaubwürdig machen? Und hier gab es eine gewisse Renaissance Clausewitzschen Denkens. Wenn Clausewitz vom Krieg als der Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln spricht, so meinte er natürlich nicht nur den tatsächlichen Krieg, den aktuellen Einsatz von Waffen, sondern er hatte vor allem die Vorwirkungen des Waffeneinsatzes im Auge. Das Schattenwerfen, die Kriegsdrohung. Und just das ist ja auch das Element, das ganz zentrale Element der modernen Atomstrategie. Man hat eigentlich nicht im Sinne, die Drohung wahrzumachen, aber man baut auf die Drohung. Und das ist eigentlich reiner Clausewitz. Man musste gewissermaßen das Abschreckungspotenzial untergliedern, aufgliedern, es in Einsätze zergliedern, um sozusagen für den Eventualfall nicht immer das Ganze androhen zu müssen, sondern beispielsweise je nachdem, um welchen Eventualfall es sich handelt, gezielt, wie man sagt, selektiv oder gar chirurgisch bestimmte Teileinsätze anzudrohen, die glaubwürdiger sind als gewissermaßen der große Hammer. Es bedurfte also gar nicht langer Zeit, bis man wieder begann, über den Krieg, seine Mittel und seine Führung nachzudenken. Man war bestrebt, das Undenkbare zu denken, um das schrecklichste Mittel in der Militärgeschichte in den Rang eines politischen Instruments wieder einzusetzen. Und zwar nicht als furchtbares Schlachtschwert, mit dem man einmal und dann nicht wieder zuschlagen würde, sondern als handlichen Degen, mit dem man Stöße finden und Paraden durchführen konnte. Diese Vorstellung nistete sich nach und nach in den Köpfen von Strategen und Politikern ein. Bereits 1959 formulierte der spätere Präsidentenberater Henry Kissinger das strategische Dilemma. Je unheilvoller die Folgen des totalen Krieges sein müssen, desto mehr werden die verantwortlichen politischen Führer vor Gewaltmaßnahmen zurückschrecken. Sie werden sich vielleicht zwecks Abschreckung auf unsere totale Einsatzfähigkeit berufen, als Strategie für die Kriegführung aber vor ihr zurückscheuen. Man wollte also die Frage lösen, wie man zu Konzepten eines abgestuften Gebrauchs militärischer Gewalt kommen könne. Was im Osten mit zeitlicher Verzögerung und verdeckt vor sich ging, wurde im Westen offen diskutiert. So Präsident Richard Nixon 1970-71. Soll einem Präsidenten im Falle eines nuklearen Angriffs als einzige Wahl der Befehl zur Massenvernichtung der Zivilbevölkerung des Gegners bleiben? Die unterschiedslose Massenvernichtung von Zivilisten auf der Gegenseite darf mir und meinen Nachfolgern nicht als die einzige mögliche Antwort auf Herausforderungen bleiben. Das gilt insbesondere für den Fall, dass eine solche Antwort die Wahrscheinlichkeit in sich birgt, einen nuklearen Angriff auf unsere eigene Bevölkerung auszulösen. Diese denkerische Überlegung wurde 20, 30 Jahre lang durchgehalten und es gab parallel dazu eine technologische Entwicklung, nämlich in dem Sinne, dass wir heute viel eher als vor 10, 20 oder 30 oder gar 40 Jahren solche Potenziale haben, die man in der Tendenz durchaus unter idealen Bedingungen, muss ich allerdings hinzufügen, abgestuft und flexibel einsetzen könnte. So heißt es bereits 1980 aus Beraterkreisen Ronald Reagans: Wenn die atomare Macht der USA dazu dienen soll, den außenpolitischen Zielen der USA gerecht zu werden, dann müssen die Vereinigten Staaten in der Lage sein, rational Atomkrieg zu führen. Kleine, vorgeplante Schläge können nur dann sinnvoll sein, wenn die USA die Überlegenheit besitzen, die Fähigkeit, einen Atomkrieg auf jeder Stufe der Gewaltanwendung mit einer reellen Aussicht darauf zu führen, dass die Sowjetunion besiegt wird und dass die USA sich so weit erholen können, dass eine zufriedenstellende Nachkriegsweltordnung garantiert werden kann.
Ich habe den Eindruck, dass die Technologie gewissermaßen ein Selbstläufer geworden ist. In der weiteren Suche nach immer größerer Präzision und Abstufungen. Und hier kommt dann die Situation dazu, dass dann die strategischen Überlegungen im Grunde genommen nachhinken, dass man sozusagen technologische Möglichkeiten nun nutzt, um neue strategische Situationen zu bewältigen. Im Osten lässt sich die Idee eines führbaren und gewinnbaren Atomkrieges weniger deutlich in der Theorie verfolgen als in konkreten Rüstungsmaßnahmen. Zwar leugnet die politische Führung bis hin zu Gorbatschow offiziell den Sinn abgestufter Atomeinsätze und die Möglichkeit eines langdauernden Krieges. Aber tatsächlich bereitet man sich genau auf ein derartiges Kriegsbild vor. Es gibt eine große Kluft zwischen Entwerfen und Ausführen. Das strategische Denken befasst sich mit dem Krieg. Und der Krieg ist das Gebiet des Zufalls und der Ungewissheit. Deswegen habe ich immer davor gewarnt, angesichts der Natur des Krieges zu glauben, man könne eine positive Lehre wie ein Gerüst aufbauen, das die Ungewissheit aller Daten im Krieg, die unsichere Wirklichkeit stabilisieren oder vorhersagen kann. Das finde ich alles sehr gut in einem Buch des amerikanischen Wissenschaftlers und Diplomaten George F. Kennan beschrieben. Erlauben Sie mir, daraus zu zitieren. Die Dynamik des Wettrüstens ist auch von der Existenz des permanenten Nachdenkens über den Krieg beeinflusst. Man weiß, wie so etwas vor sich geht. Es gibt eine Armee, die motiviert werden muss. Sie hat einen Planungsstab, der muss einen möglichen Kriegsfall konstruieren, damit die zuständigen Stellen und Streitkräfte wissen, worauf sie sich vorzubereiten haben. Dazu gehört natürlich auch die Vorstellung von einem bestimmten Gegner. Als angenommener Gegner passt am besten der nächste und mächtigste Nachbar. Darum wird er für diese Rolle ausgewählt. Dieser erdachte Gegner wird mit jeder möglichen militärischen, organisatorischen und psychologischen Tugend ausgestattet. Bei ihm klappt alles, bei uns natürlich nichts. Alle seine Waffen sind hochmodern und in makellosem Zustand. An der Moral seiner Truppen lässt nichts zu wünschen übrig, die Disziplin natürlich auch nicht. Es gibt dafür einen Fachausdruck, die Annahme des schlimmstmöglichen Falles. Es versteht sich von selbst, dass man einem solchen Gegner gegenüber nie stark genug sein kann. Wie man auch rüstet, es ist nie genug. Genauso geht es natürlich auch bei dem erdachten Gegner zu. Er geht von derselben Annahme aus und erliegt denselben Zwängen und spricht und handelt entsprechend. Aus dem Zusammenspiel dieser psychopathischen Reflexe entsteht eine Situation, in der alles möglich ist. Nach politischen Gründen fragt längst niemand mehr. Das Erdachte wird Realität, der Albtraum zur Wirklichkeit. Am Ende scheint es den Menschen und vor allem den Staatsmännern und Militärs fast unglaubhaft, dass ein Krieg, auf den man sich so lange und so gründlich vorbereitet hat, nicht stattfinden soll. Die Psychologen lehren uns, dass bestimmte Formen der Konfliktsituation zu ganz bestimmten und möglicherweise verzerrten Formen der gegenseitigen Wahrnehmung führen. Und man kann nun gerade im strategischen Denken zahlreiche typische Elemente solcher verzerrter Wahrnehmung erkennen. Dutzende bestimmter Mechanismen, die die Optik der Wahrnehmung sozusagen trüben oder verzerren. Zum Beispiel das Worst-Case-Denken. Die Annahme, stets vom schlimmsten denkbaren Fall ausgehen zu müssen und damit natürlich der Gegenseite immer das Schlimmste zu unterstellen. Oder, noch fataler, die Unmöglichkeit, dem
Gegner eine Chance zu geben, das Gegenteil dessen zu beweisen, was man von ihm befürchtet. Zum Beispiel haben die Amerikaner ja in der Phase ihres Nuklearmonopols bis 48, 49 darauf verzichtet, einen Erstschlag gegen die Sowjetunion zu führen. Das wird aber auf sowjetischer Seite nicht als Beweis für die Friedfertigkeit der Amerikaner betrachtet, sondern als Beweis für die eigene erfolgreiche Abschreckung mit anderen als nuklearen Mitteln. Andererseits vermögen die Amerikaner gewisse Formen der Zurückhaltung sowjetischer Interventionspolitik in der Dritten Welt ebenfalls nicht als Zurückhaltung zu würdigen, sondern sie schreiben das ihrem eigenen Widerstand zu. Jede Seite unterliegt der Gefahr der zwanghaften Fixierung auf das System der atomaren Abschreckung und auf die Lehrsätze ihrer jeweiligen Strategien. Was in ihre Denkmuster nicht hineinpasst, wird nicht wahrgenommen oder falsch gedeutet. Heutzutage, glaube ich, versuchen die Militärs, die ungewisse Zukunft eines atomaren Krieges in einem Gedankengebäude unterzubringen. Die ständige Vorbereitung auf den Krieg durch das strategische Denken schafft so eine neue, eine zweite Wirklichkeit, die sich verselbstständigt. Und die Grenze zwischen gedanklicher Konstruktion und Realität verwischt. Der Himmel behüte uns vor solchen Strategen. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden in diesen 40 Jahren, dass von der Abschreckungsstrategie her selbst, wenn man sie einfach fortsetzt, es eigentlich keinen Ausweg aus der Sackgasse der Rüstungsdynamik gibt. Das ist gewissermaßen ein Selbstläufer geworden. Das hat ein eigenes Gewicht gewonnen, sowohl in der weiteren Verfeinerung der strategischen Doktrin als auch in der weiteren Verfeinerung der Technologien und der vielen Apparate, die es auch heute verfeinert im rein militärisch-organisatorischen gibt. Das läuft, wenn Sie so wollen, wie eine Pathologie weiter. Und das große politische Kunststück ist heute gewissermaßen die Situation, so wie sie ist, allmählich zu überführen in eine andere Situation, wo eher die Logik der Kooperation, der Entspannung obsiegt gegenüber den Erfordernissen der Abschreckung, so wie wir sie kennengelernt haben in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Schon vor mehr als 150 Jahren hatte ich mich gefragt, wie den alles zerstörenden Elementen des Krieges ein Maß zu setzen sei. Meine Antwort war, die Logik des Militärischen müsse durch die Intelligenz der Politik im Zaum gehalten werden. Clausewitz meint, der Krieg müsse immer ein bloßes Instrument der Politik bleiben. Ein Instrument aber muss ja immer darauf geprüft werden, wie weit es tauglich ist für einen bestimmten Zweck. Dieser Zweck aber ist heute im Atomzeitalter die Frage, wie die Konfrontation zweier misstrauischer Machtblöcke vermieden werden kann. Dies aber ist ein politisches Problem, das nur durch politisches Denken zu lösen ist. Ob dabei immer neue Techniken oder immer perfektere militärische Einsatzstrategien helfen, ist heute mehr als zweifelhaft geworden. Die Intelligenz, die wir hier investieren, kann sich als fatale Fehlinvestition erweisen. Es ist deshalb wohl zu beachten, wenn man die Gedanken, die wir in dieser Sendung zur Diskussion gestellt haben, weiterführen will, ein politisches Denken, das über die militärische Logik des schlimmsten denkbaren Falles und über vermeintliche technische Sachzwänge hinauswächst, nur ein solches Denken ist eine Chance und ein lohnendes Objekt für Investitionen menschlicher Intelligenz.
Dazu eine volle Innenstadt hätte die Demonstration nicht verboten werden müssen. Nein.